Also wir haben eigentlich schon eine ganz coole Truppe zusammen, muss ich sagen. Ich freue mich wieder auf Peke, der zurück ist. Unser Abwehrstratege. Mit dem habe ich schon in Lemgo gespielt und ja, mit dem komme ich sehr gut zurecht, muss ich sagen. Und, Fabi hat sich auch ganz gut gemacht, muss ich sagen, jetzt beim Supercup, was wir da gespielt haben. Gute Performance aufs Parkett gelegt. Schade, dass Paul nicht dabei ist. Steffen Weinhold, vor allem jetzt die letzten paar Spiele, was er gezeigt hat, ob Nationalmannschaft oder beim THW, das ist wirklich beeindruckend. Vor allem auch die Anzahl, wie konstant gut er spielt. Er hat sich sehr gut entwickelt, schon in Flensburg, jetzt in Kiel. Ja, das ist schon, wie gesagt, eine starke Truppe, die wir eigentlich zusammen haben. Ja, also die Gruppe ist schon eine starke Gruppe, muss man sagen, mit Spanien, Schweden und Slowenien. Slowenien hatten wir jetzt beim Supercup, haben gewonnen, aber haben uns dann zum Schluss auch schwer getan. Es war nur knapp, also da müssen wir schon zusehen, dass wir noch eine bessere Leistung bringen. Dann Spanien, ja, die sind ja schon jahrelang, gehören sie zu den großen Handballnationen, haben wir in der Qualifikationsgruppe jetzt gehabt für Polen. Und zu Hause gewonnen. Das war natürlich ein super Spiel in Mannheim. Ja, mit dem ganzen Publikum im Rücken haben wir die geschlagen. Das war schon, die Stimmung war sensationell. Und dann Schweden. Das ist ein Evergreen, muss man ja schon sagen. Und ja, die sind natürlich durch ihre starke Abwehr bekannt. Und ja, da müssen wir auch gut müssen wir zusehen, dass wir im Angriff dann schon konzentriert spielen und aus einer guten Deckung einfache Tore erzielen. In Polen können sicherlich Kroatien, Frankreich wie immer als Weltmeister sicherlich. Dann Spanien, die wir ja schon, wie gesagt, haben einmal geschlagen haben. Und ja, Dänemark. Dänemark mit den ganzen Stars wie Mikkel Hansen, dann Landin im Tor. Die haben ja lauter Kracher, muss man ja schon sagen. Auch die Außen sind stark. Lars Christiansen, sein Nachfolger hier, der Anders Eggert. Da muss man ja wirklich mal erwähnen, der geht mir mal speziell auf den Sack. Mit seinem Grinsen, den er immer an den Tag legt, wenn der ein Tor wirft oder egal was er macht, bei jedem Tempo-Gegenstoß oder 7 Meter, der grinst einen ins Gesicht. Das ist, ja, man muss sagen, einerseits lässig, aber das regt extrem auf. Ja, Polen haben wir damals auch diese Qualifikation leider verloren. Nach Katar hin, aber ja, wir waren ja in Katar dabei, aber da hatten wir schon gesehen, was Polen alles drauf hat. Haben auch schon in der Ergo Arena gespielt, die ist sensationell. Da hatten wir auch dieses Qualifikationsspiel, hatten vorher schon mal ein Testspiel, also die Hallen sind dort auch sehr gut, muss ich sagen, da freut man sich schon drauf. Waren dann auch in einem Hotel untergebracht. Da wurde dann nachher die Fußballnationalmannschaft untergebracht. Das war auch sehr gut. Also ich hoffe natürlich, dass wir auch im guten Hotel da wohnen. Und die Leute waren sehr, sehr höflich, muss ich sagen, im Hotel zumindest. Die Fans sind, ja, muss man schon sagen, frenetisch, feuern ihr Team an. Und ich hoffe natürlich auch, dass wenn jetzt mal nicht Polen spielt, sondern auch andere Nationen, dass die dann genauso zahlreich in der Halle erscheinen und die Mannschaften anfeuern, dass es auch eine super EM wird, weil ich glaube, als Land Polen, handballbegeisterte Nation, kann man da auf jeden Fall was draus machen. Ich hoffe natürlich, dass die Leute dann auch mitziehen und dann freut man sich natürlich auf die Spiele.